Hallo und herzlich willkommen hier bei weiteren Folge am Arsch mit dabei, was seht ihr her? Grüße. Ich werde jetzt gleich mal wieder einstellen, den Fahrer, und die erste Runde mal fertig machen. Und dann hoffen wir mal, dass er in die nächste, zweite Runde reinfahren kann. Und ein bisschen mehr ums Mais kümmern können. Oder mal Silage reinfahren. Ja. Ich habe ein Schaf eingestellt und das ist ein besser Mann. Ist von der ersten Runde dabei. Damit wir hinterher nicht mehr nacharbeiten müssen. Wenn scharf geht besser. Ja, ich wünsche mal. Oh, 6, Donnerstag, Donnerstag. ne? Schönen Donnerstag. Und kleiner Hinweis: morgen kommt auch eine Folge. Ja. Weil der Livestream relativ spät kommt, ist halt eine Folge, so finde ich, lässt sich dann verkraften. Die wollen ja vorankommen, ne? Ja. Weil die Folgen mal so kurz sind. Kurze Eine Folgen. macht immer eine halbe Stunde. Ja. Namen dann nicht als kein. Ich finde aber auch, dass ihr übertrieben eine halbe Stunde. Guckt ja eh keiner. Also bestimmt manche schon mit der größeren Reichweite. Ich weiß das nicht, kann ich nicht sagen. Weil das kann ich aber bei anderen nicht sehen. Ich kann ja nur die Klickrate sehen, wie viel reinschauen. Wie lange geschaut wird, das weiß ich gar nicht. Ja. Es kann schon sein, dass ein oder zwei oder drei richtige Fans haben wir so, ne? Näher reinschauen, das sieht man nicht aus. Ich gönne das jeden, ne? Ja. Aber er spielt eine 16-fach Karte. Ich wollte 19er was. Nee. Ja, 19er Master. Jetzt aktuell weiß ich nicht. Ich habe eine Vermutung, wen du. Da muss ich jetzt googeln. Er hat die 19, die 16-Fach-Karte nachgebaut. Mit Freigabe, was ich weiß. Aber Bildet auch Castor hat die ihn. NF Marsch? Ja. Ja, dann. Ja. Ich weiß Na, Bescheid. ich kann jeder machen, wie er möchte. Ja. Aber ich halte eine halbe Stunde ein bisschen viel. Ich sag mal so, er hat wahrscheinlich mehr Zeit, weil er nicht. Entweder nicht mehr arbeitet, weil er nichts findet oder weil er nicht mehr kann. Kann beides sein. Es kann auch sein, dass er nicht mehr kann. Dass er gesundheitlich dort nicht mehr in der Lage ist. Das kann ich von hier nicht beurteilen. Und in einer Region ist ja auch mit der Arbeit schlechter, muss man dazu sagen. Und wenn du einmal draußen bist, ist es meistens eh schwierig. Jo. Ist ja leider so. Ja. Na, aber das kann jeder machen, wie er möchte. Aber für einen Algorithmus ist es dann nicht gut, wenn du zu lange machst und zu vorne zu kurz geschoben hast. Der Livestream ist schon nicht gut für den Algorithmus. Aber Livestream habe ich viele Abonnenten bekommen. Muss man dazu sagen, das man nicht unterschätzen. Ja. Also, wenn er jetzt die nächste Kurve kriegt, dann kann ich mir ein bisschen um Mais kümmern. Hast du den Lebensmittel eingefüllt? Nö. Na gut, mal gleich. Muss hier gerade die Auffahrt vom Silo machen, damit die hier hochkommt. Ah ja, das ist schwieriger sehr, ne? Irgendwann ja. Wir brauchen doch bald ein drittes Silo. Wir haben das zweite noch nicht mal angefangen. Hast du Geld ausgegeben? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Wir haben weniger.
Oder sind sie Mietkosten? Können auch die Mietkosten sein, ja. Aber ich glaube nicht. Oder die Lohnkosten, kann auch sein, also das ist ja auch gewaltig. Also Lohnkosten sind auch gewaltig, also drei Fahrer, ein. Was fällt um bei mir? Ja. War nicht schlimm. Scharfen Kurven mag er nicht, also ist dann blöd. Ja. Dann muss egal. So. Wir haben auch Stau. Wenn keiner Fahrer kommt, dann stehen sie im Stau, ne? Alle drei. So, ich bring mal zum Häcksler. Kann mit noch Steine? Ja. Der ist voll. Wo kippen wir die hin? Wir haben noch diesen kleinen Anhänger da. Mach die doch da rein. Habt ihr Traktor. Ja. Ja. Gut, dann mal gucken, wo ein Träger. Ich mache mal Dings hier mit Häcksler. Macht was. Keine Sache, können wir aus dem Fluss. Wir müssten eigentlich so eine Verkaufsstation aufbauen, ne? Okay. Oder habe ich so eine Produktion eigentlich gedacht? Was für eine Verkaufsstelle? Ja. Oder, naja. Den Burschen aufrichten, ich weiß doch gar nicht. Tatsächlich, wenn die Palette flach liegt, geht's nicht.
Dann kriegst du einen Juwelier an. Das gute Zeug. Jo. Und wie läuft's bei dir? Geht. Mit der blöden Rasterbahn und Tal andersrum. Okay. Mal hinstellen. Gerade fährt. Komma 6 Millionen Liter. Oh, schön. Oh, wir haben Geld bekommen von der BGH. Die Fläche schafft er noch, da muss er getankt werden, der Hexler. Jo. Ein Wuchtkampf. Maybe elevate. Living life every day, late at night.
Gott sei Dank spielen wir hier nicht realistisch. Was? Gott sei Dank spielen wir hier nicht realistisch. Sag mal zu 99%. Spielen wir nicht realistisch. Okay. Ja, ist ja einiges nicht machbar oder schwer. Ja. Das Spiel wird gar nicht ermöglicht. In Anführungszeichen, ne? Müsstest du einige Geräte komplett, also die nur die Funktion erfüllen, aber nicht die Funktion erfüllen können, weil sie nicht dafür geeignet sind. Und hier Autoload zum Beispiel. Ja. So einiges halt. Dann musst du Kette und Kopf spielen, dann bist du Realismus. Nee. Nahe. Nee, nee. Da sind mir viel zu viele Düngersorten. Ja, vor allem musst du richtige Düngermenge haben. Ja, siehst du. Kommt doch hinzu. Dass du einfach Dünger nimmst jetzt hier und knallen Dünger auf. Nee, nee. Es kann schon sein, dass irgendwo eine Düngersorte ausreichend ist, dass du nicht überdüngst. Dann musst du entscheiden, welchen Dünger du nimmst, der zu diesem gerade passt, ne? Stickstoff, Kalium und Phosphor. Nein. Und je nach Pflanze, es kann sein, dass eine ein bisschen mehr braucht und andere ein bisschen weniger. Ah, das ist schon sehr umfangreich. Aber das Helfer-System ist, ja, perfekt ist es auch nicht, aber das, du stellst im Prinzip richtige Fahrer ein, also Menschen. Und die beauftragst du entsprechend Häcksler zum Beispiel oder hier Abfahrer. Ja. Das ist da schon fast mit Kursplay und Outdrive mit drinne gewesen. Die Folge darfst du dir nicht angucken. Der Profi. War teilweise kompliziert zum Einstellen, aber was konnte, nachher ging's. Ah. Hier ein bisschen einsam auf dem Silo. Wie fehlen die Abfahrt? Einer unterwegs. Ich habe lange schon keinen mehr gesehen. Ja, einer fährt schon, einer ist fast gleich voll. Okay. Aber das Prinzip ist nicht mal so schlimm, so könnte ich die Aufwärte besser machen. Na, jetzt muss ich versuchen. Ne, sie kommt gleich. Irgendwie. Da ist irgendwie ganz komisch. Jetzt will er auch hinten beladen werden? Naja.
Gut, das ist voll. Oh, Länge, Länge. So, liebe Schauer, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wir sagen einmal Tschüss und Ciao und danke fürs Reinschauen. Morgen geht es hier weiter hier auf dem Marsch mit Maisernte. Tschüss. Ciao, ciao. Arrivederci. Goodbye.